So gut, und herzlich willkommen zurück zum nächsten Teil, und diesmal geht es um den Verlag Tokyopop. Hier habe ich mir eine Serie komplett nachgekauft, weil ich es gesehen habe und mir gedacht, gut, greifst du zu, wenn man schon mal in Deutschland ist und alles ein bisschen günstiger ist, greifst du mal zu. Und ja, was soll ich sagen, der Vorgängermanga von dem ist ziemlich scheiße, beziehungsweise der Zeichnungsstil sieht kotzhässlich aus. Der hier sieht schon um einiges besser aus, und zwar der Sword Art Online Fairy Dance Arc Manga. Den, wo ich gemeint habe, ist der Aincrowd Arc Manga, aber ja, deshalb ist wirklich kotzhässlich gezeichnet. Wer kommt mir jemand das mit realistischem Zeichenstil und ein bisschen anderem? Ja, da gebe ich euch realistischen Zeichenstil, hey. ne, Spaß beiseite. Ja. Gut. Ach so, das ist ein bisschen rückblickend, auf was man nicht im Dings gelesen hat. Gut, und dort haben wir ein bisschen zu viel gesehen. Egal. Hier habe ich Band 1 gekauft. Band 2 habe ich mir gekauft. Mit Suguha und Kirito drauf. Und hier Band 3, wo ein bisschen fetter ist. Hier, Vergleich. Mit Yui auf dem Hintergrund. Yui ist der Brille auf dem Hintergrund. Also, hier. Und auf dem dritten Cover sieht man noch einmal Asuna und Kirito. Und hier hat man Lifa und Kirito. Beziehungsweise hier ist Kirito, hier wäre es ja Kazuto. Aber egal, ist ja egal. Gut. Noch nicht gelesen, weil ich es auf der Frankfurter Buchmesse gekauft habe. Und dort kam danach aber mir mit dem Prüfungsstress so wieder ein bisschen sehr hoch. Weil direkt danach hatte ich noch eine Prüfung. Ja, gut. Egal. Dann ein Manga, den ich mir erst gestern gekauft habe. Tokyo ESP Band Nummer 6. Also mit gestern meine ich immer 6. November. ja. Gut, und hier habe ich auch schon ein bisschen reingeblättert und sieht ziemlich brutal und ziemlich geil aus. Aber ja, mal schauen, wie sich das Ganze so entwickeln wird. Aber irgendwie habe ich auch Schiss, diesen Manga zu lesen, weil ich genau weiß, sobald ich diese zwei Bände durch habe, kann ich wieder gefühlte 200 Jahre warten, bis der nächste Band kommt. Oder gefühlte 200 Jahre leiden, egal. Gut, dann geht's weiter mit Terraformers Band 7. Ich frage mich immer noch, wann der Anime dazu erscheinen wird. Ich meine, ist die irgendwie ein bisschen Vergessenheit geraten dort bei Peppermint? Oder dann wollen sie ihn wohl wirklich nicht rausbringen? Ja? Ja? Nein? Vielleicht? Doch? Eventuell? Ich bin zu faul, den Poster auszusuchen, dass ich es bestätigt habe und dass eigentlich auf DVD Blu-ray erscheinen wird. Ja. Gut, egal. Und dann habe ich es bloß gemeint, dass sie das bestätigen, aber ist ja egal. Geht jedenfalls sehr interessant weiter. Und ich freue mich schon auf Band Nummer 8, der diesen oder nächsten Monat erscheinen wird. Also im November halt. Ja. Gut, dann haben wir hier noch, als extra gab es noch die Karte hier dazu. Mit dem Alex Key Stewart. Ja. Ja. Gut. Dann geht's weiter mit. Ja, habe ich keinen Band davor, gut. Magical Girl of the End, Band Nummer 6 von Kentaro Sato. Mich interessiert auch brennend, wie die Serie hier weitergeht. Aber ich glaube, ich habe noch nicht mal Band 5 gelesen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo ich bei Magical Girl of the End stehe, aber ziemlich brutal die Serie. Werde ich definitiv weiterlesen. Gut, dann geht's weiter hier mit Axel Word. Band Nummer 3, der Manga. Und ja, bei Band 3 wird ein bisschen etwas vom zweiten Novel abgearbeitet. Das heißt hier ein bisschen etwas vom zweiten Novel. Hier ist mehr zweiter Novel-Band als sonst was. Ja, wieso, dass ich das weiß? Weil ich den gerade am Lesen bin. Nebenbei ab und zu. Ich denke, ab und zu trifft es wohl eher, weil Band 2 ist irgendwie vor 2 Monaten oder 3 Monaten erschienen und ich bin hier nicht weit. Ich weiß, ich komme einfach zu nichts. Gut, wenn wir schon bei Exabot sind, haben wir hier noch Band 3 des Light Novels. Und die bleiben hier bei mir irgendwie liegen. Ich möchte so gerne Black Bullet endlich weiterlesen, aber ja. Ja. Was will man tun? Ich meine, wenn ich schon bei den normalen Serien nicht weiterkomme, wie will ich dann bei den Light Novel Serien weiterkommen? Gut, dann geht's weiter mit dem Abschlussband von Kill La Kill. Band 3.
Ja, mal schauen, wo der ganze Band dann enden wird. Band 2 war interessant und ich müsste nur noch diesen Band lesen. Dann habe ich hier eine Serie endlich mal wieder abgeschlossen. Das ist gut. Dann habe ich nämlich wieder einen Slot frei für eine neue dann nächstes Jahr. Wobei der Slot wird sicher durch irgendein von dem Kase-Manga-Programm gefüllt werden, weil aktuell hat Kase am meisten Titel, die ich mir kaufen werde von ihrem Programm. Potenziell gesehen. Ja, keine Ahnung, gibt es das Wort? Keine Ahnung, egal. Jedenfalls die meisten von prozentual gesehen habe ich dort die meisten, weil die haben bis jetzt 8 Titel angekündigt und dort habe ich bis jetzt 1, 2, 3, 4, die ich mir kaufen werde und einen, der eventuell ist, das heißt 50% von ihrem Programm kaufe ich schon mal. Also bis jetzt angekündigt, dieses Wochenende am 8.11. meine ich natürlich, erscheint der nächste Teil vom Programm und der letzte Teil. Ja, endlich mal bringen sie auch 12 Mangas pro Monat raus, pro Halbjahr raus. Gut, jetzt nächstes Band haben wir B-Toom. Und ich habe schon ein bisschen reingeblättert und ich muss sagen, gegen Ende wird es ziemlich heftig. Ich glaube, da fällt einmal unser nettes Jungchen fällt durch. Jota wird ein bisschen durchfallen. Na egal. Band 8 halt. Ja. Beziehungsweise Band, das ist ja Band 15 und 16, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Sehr geil, die Serie. Werde ich definitiv weiterlesen. Und dann geht's weiter hier mit Love, Trouble, Darkness. Auch erst gestern gekauft, das heißt, ich hatte noch keine Zeit, den zu lesen. Und hier haben wir einmal die Yui Kotegawa. Und hier haben wir einmal Schwesterchen und Brüderchen. Und hier haben wir mal. Oh cool, ich kann mal alle Farbseiten zeigen. Das ist mal was. Ja. Im letzten Punkt hat Darky Line, wie sie so schön in diesem Manga zu ihr sagen, oder auch Golden Darkness, die Fassung verloren und ist in ihren Darkness-Mode reingefallen. Oh shit. Tut mir leid. Bin hier versehentlich am Stativ gekommen. Ja. Hey ja, was will man machen? Gut, weiter geht's mit Bloodlet Band 13. Ich hänge immer noch bei Band 10 oder so. Hey ja, ich komme nicht weiter. Ich weiß es nicht. Ich kaufe mir den Manga eigentlich auch nur noch, damit ich die erste Flagge habe mit dem Farbding. Keinen Bock mehr, die Scheißschuber zu kaufen. Dann hier Brynhild in the Darkness Band Nummer 11. Band 10 hat richtig spannend aufgehört und das ist jetzt ein Band, den ich mal aufmachen werde, weil hier drin hat sie noch ein Extra, das ihr vielleicht sehen möchtet. Vielleicht auch nicht. Wenn nicht, tut es mir leid, dann habt ihr jetzt eine kleine Verzögerung. Ja, gut. Ist schon offen. Irgendwie müsste ich hier schon ein bisschen Geld verlangen für Werbung für Schweizer Taschenmesser hier. Ne, Spaß beiseite. Band 10 hat wirklich spannend aufgehört. Ich habe schon fast geheult, weil ich wissen wollte, wie es weitergeht, beziehungsweise habe ich schon fast dazu durchgerungen, online ein bisschen weiter zu lesen, weil es so spannend aufgehört hat. Hier. Und hier ist das Extra. Wunderschön in Rot. Wenn das Problem ist. Ah ne, nicht bei dem habe ich das Problem, sondern bei Terraformer sind mir die Bilderrahmen ausgegangen. Ja. Mal schauen, wie es weitergehen wird. Ja, gut. Ich denke, ich werde das gleich noch einmal lesen, weil es mich interessiert und dann werde ich wieder 2 Monate warten können und ein bisschen rumheulen. Ja, gut. Ja, das war's schon wieder mit Tokyo Pop. Und das war's rein mangatechnisch, war's das schon. Mangatechnisch, ich sag es absichtlich so. Weil jetzt kommt noch der ganze Rest. Ich schieb mal kurz das hier rüber. Dann das hier hinten auch. Gut, dann geht es weiter hier mit anderen Büchern, die ich mir noch gekauft habe. Ja, das ist für euch ein bisschen uninteressant, aber falls es Programmierer unter euch gibt, ich habe mir das Buch hier noch gekauft, JavaScript und jQuery. Ja, JavaScript bin ich ein bisschen noobig, aber naja, aber nur ein bisschen. Dann hier. Das Buch hat mir sehr gut gefallen, das hat mir sehr geholfen. Mit dem Einsteigen, vor allem was DOM anbetrifft, also Data Object Manipulation, glaube ich, oder irgendwie so ein bisschen, und vor allem was JSON, AJAX, XML und so weiter
Schrift hat mir sehr weitergeholfen. Dann, wenn ihr PHP 5, also wenn ihr PHP und MySQL schon ein bisschen rauft, kauft euch das Buch nicht, das ist Bullshit. Ich habe es eigentlich nur wegen den, ich habe gedacht, weil es alles mit Sicherheit, also der Teil hier hinten ist alles nur Sicherheit von hier an, also größtenteils, vor allem also was Session und Cookies Programmierung angeht, beziehungsweise Manipulierung, ja. Gut, was will man mehr machen? Und auch Fehlermeldungen habe ich hier noch. Gut, das brauche ich nicht, das habe ich anderswertig gelöst mit Sessions, aber ja. Für mich hat dieses Buch nicht sehr weitergeholfen, aber ja, gut. Dann habe ich noch etwas gekauft, das ich für Jomon Otaku brauche, weil darum, weil ich mich auch ein bisschen mehr im WordPress einbearbeiten möchte. Und das ist wirklich ein fetter Schinken, das sind fast 1000 Seiten und ich bin hier. Ja, verdammt. ja, gut. Ich habe hier irgendwo eine Seite markiert. Aber es ist auch irgendwie 80% dieses Buches kann ich eigentlich fortschmeißen, weil ich brauche nur den Teil hier in der Mitte, der für die Entwicklung gedacht ist, aber ja, gut, egal. Was soll's. Falls jemand interessiert, was der Gesamtbetrag von diesen Büchern ist, der hier wäre, glaube ich, der hier war, glaube ich, 50 Franken, das hier war, glaube ich, etwas mit 25, das hier, glaube ich, auch irgendwas mit 25, 30, und das hier ist 60, glaube ich, gewesen. Aber, ach ja, wegen der Sprache, die letzten drei, die ich gezeigt habe, sind Deutsch und der hier ist Englisch. Was die Abmachung angeht, ist das hier das Beste, muss ich sagen, vor allem designtechnisch. Und das hier hat mir auch sehr viel weitergeholfen, vor allem beim letzten Test. Kurz vor dem Test habe ich mich dazu noch ein bisschen genauer informiert. Aber egal. Gut, das war's büchertechnisch. Ach nee, wartet. Hier habe ich noch etwas. Die Leseprobe zu Die Braut des Magiers. Ich weiß nicht, ob ich mir die Serie kaufen soll. Kennt ihr die Serie? Könnt ihr sie mir empfehlen? Falls ja, schreibt es unten in die Kommentare, wieso das so gut ist. Ich weiß es nämlich nicht, ob ich mir den kaufen soll. Aber ach ja, gut. Also, falls ihr den Manga kennt und schon gelesen habt, schreibt unten dann in die Kommentare, ob es empfehlenswert ist oder nicht. Und dann würde ich sagen, wir machen gleich weiter mit Figuren. Wie ihr schon im Hintergrund sehen könnt, hat es dort hinten schon zwei Schachteln, die ausgepackt sind. Ja, und wir einmal hier oben, diese Schachtel hier. Das ist einmal die Marika Tachibana und hier einmal die Chitoge Kirisaki. Die ist wirklich also vergleichsmäßig groß. Das eine ist von Max Factory und das andere ist von Wave. Beziehungsweise die Wave-Figur ist die Beach Queen. Dann habe ich jetzt nämlich alle Beach Queens von Nisekoi und zwar ist sie die hier. Und dann haben wir hier noch einmal die Chitoge. Ja, vergleichsmäßig wirklich sehr viel größer. Und ja, mir gefallen beide sehr gut. Und ich hätte nicht gerechnet, dass die hier auch wirklich so geil aussieht. Vor allem designtechnisch. Ja, gut. Das war's aber noch nicht. Ich lege die mal hier hinten, damit ich nachher noch weiß, dass ich hier noch vielleicht eine Nahaufnahme machen soll oder so. Vielleicht, wenn ich Lust habe. dann geht's weiter mit FBM-Figuren-Ausbeute, wenn man das so sagen will. Beziehungsweise die Figur habe ich geschenkt bekommen. Von den werten zwei Mitgliedern von Neo Tokyo 3. Ja, ich bin absoluter Fan von Fate Stay Night und Rin Tosaka und Shiro Emir. Ja, hier hinten haben wir die Figur. Sieht ziemlich gut aus. Ich wollte mir eigentlich noch die Nendo kaufen, aber 110 Franken. Also 100 Euro sind mir da doch ein bisschen zu viel. Ja, gut. Dann habe ich ebenfalls von Neo Tokyo 3 noch den hier bekommen. Den Schlüsselanhänger von Toka. Ja. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen es auf die Seite legen. ja, gut, egal. Dann habe ich mir noch zwei Figuren gekauft auf der FBM. Und zwar zwei ziemlich geile. Aber es sind auch wieder Schlüsselanhänger. Gut, Figuren ist dann ein bisschen übertrieben, oder? Aber ja, egal.
Ihr solltet beide kennen. Ich sage jetzt mal nichts zum Namen. Wenn ihr es nicht erkennt, dann habt ihr den Anime nicht gesehen. Ja, man sieht es nicht gut, hä? Ich mache mal kurz Autofokus raus und dann mache ich immer nur kurz manuellen Fokus. Ja. Gut, wer kennt sie? Und wer kennt ihn? Gut, jetzt macht ihr mal eine Pause und sagt mir, ob ihr es. Ja, Gott, bei dir fällt immer das Ding ab. Ob ihr die Figuren erkannt habt. Und ja. Wenn ihr jetzt Pause gedrückt habt, beziehungsweise angeschaltet habt, dann werde ich jetzt die Lösung verraten. Es ist das Psychopass. Einmal die Akane und einmal den. Gott, jetzt habe ich den Namen von ihm auch vergessen. Heilige. Der männliche Hauptcharakter von der ersten Staffel. Die musste ich einfach haben, beziehungsweise die Movie Edition von den beiden Figuren. Ja, gut. Das war's figurentechnisch, was dazu gekommen ist. Ja, nicht besonders viel. Ach nee, wartet, Heilige. Ich habe hier nach hinten noch eine. Jetzt wird's kompliziert. Ja, hier haben wir die nächste Figur. Die könnte man schon fast das Trainingsgerät für Otakus bezeichnen, weil die ist wirklich, die könnte man schon fast als Hantel benutzen. Ist nämlich ziemlich schwer. Also was heißt ziemlich schwer? Es ist ziemlich groß. Ist nach einer 1:4 Scale. Wenn man im Vergleich sieht. Egal, jetzt kann ich euch aufstellen. Wieso ist mir das nicht vorher eingefallen? Ja. Könnt ihr dort sehen? Das ist die I-100, lasst mich spicken, 168, 1:4 Edition von irgendeinem Publisher und ja. Dazu habt ihr ein Unpacking, das ich vielleicht unten oder hier verlinken werde von Afjaman und Otaku. Und ja, gut, ich würde sagen, das war's von diesem Teil. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Matane! Sneezes, just don't let me go black.